Ja, Freunde, endlich mal wieder am Wasser. Seit dem letzten Video, was ihr gesehen habt, leider nicht mehr zugekommen. Mehrere Wochen jetzt furchtbar. Mir juckt jetzt so in den Fingern. Da könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nur beim Hehefischen war ich noch und danach war gar nichts mehr. Keine Zeit gefunden, aber heute habe ich mir gesagt, fährst du mal zu einem neuen Gewässer. Hier war ich noch nie gewesen. Ein ganz kleiner See. Hier gibt es ein paar mehrere Gewässer im Umkreis. Und ich habe keine Ahnung, wie tief das hier ist. Ich habe keine Ahnung, was mich an Fisch erwartet. Komplett mal was Neues. Und werde hier halt auch ganz fein vorgehen. Das kann sein, dass mich halt nur hier Plötzen überraschen oder Rotfedern oder irgendwie sowas. Aber vielleicht auch eine Schleie. Und ich hoffe ja so ein bisschen, charakteristisch sieht jetzt auch ein bisschen nach Karausche hier aus, dass ich da vielleicht auch Glück habe. Und na, ja, erkältet mich auch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, heute wird hier angelt und ich habe richtig, richtig, richtig Bock. Baue deswegen jetzt hier meine feine Rute auf schon mal. Also das ist jetzt hier meine eigentlich Fiederrute von Browning. Die kennt ihr ja schon. Werde dann noch mit der 6-Meter-Stippe hier angeln. Hier drüben ist so ein Busch. In die Richtung werde ich damit werfen, weil ich vielleicht Fische darunter erwarte, die ich eventuell mit meinem Futter rauslocken kann. Ein bisschen. Und dann mal sehen, was so gehen könnte oder was heute hier Phase ist. Jetzt werde ich erstmal gucken, wie tief die ganze Sache hier ist. Ich vermute mal, das wird nicht sehr tief sein. Ich war vorher an einem anderen See gucken, der hier auch in der Nähe ist und der war richtig flach. Also da waren es vielleicht noch 40 Zentimeter. Ein Meter fehlt gut Wasser hier überall drin, weil es einfach nicht regnet bei uns vernünftig. Überall kommt Regen an, nur hier nicht. Und das ist halt der große Nachteil an der ganzen Sache. Ja, nun will ich erstmal gucken, loten hier. Mit der Wurfrute werde ich auch fein angeln. Da werde ich ein bisschen Mais ranmachen, 2 Körnchen. Werde ich auch nicht füttern, die bleibt einfach nur passiv hier an der Seite liegen, vorm Kraut. Hier so ein bisschen Kraut vorne drin. Da werde ich die ablegen. Und die andere Stipprute werde ich befüttern mit dem Brassentraum. Habe ich schon mal angerührt, das Futter, dass es ein bisschen quellen kann. Denn da sind ja ein paar Partikelchen drin. Und möchte dann versuchen halt, wie gesagt, die Fische da unter dem Busch runter, drunter vorzukriegen. Vielleicht ist auch gar nichts hier drin, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und das ist das, was ich halt mega geil finde, wenn man so an so ein Gewässer kommt, wo man noch nie war. Bin hier nur mal vorbeigefahren vor, ich glaube, 2 Jahren oder so. Und seitdem man hat sich das, nee, vor 3 Jahren, das ist schon 3 Jahre her, wo ich hier lang gefahren bin, meine Güte. Und seitdem man hat sich hier auch einiges verändert. So, jetzt zeige ich die auf Grund, perfekt. Weil ein bisschen windig jetzt so hier wird und ich mich hauptsächlich halt eher auf die Stipprute konzentrieren möchte, mache ich das halt hier schön passiv, die ganze Sache. Ja, Köder wird heute sein, der gute alte Dosenmais. Den habe ich jetzt aber eingefroren gehabt schon, deswegen ist der auch ein bisschen weicher. Das kann man einmal machen, danach ist der aber auch hin, also das bringt nichts. Der wird dann auch ziemlich leicht, der schwimmt dann. Da muss man mal ein bisschen gucken, dass das denn noch passt. Ja, und an der Stipprute ebenfalls Mais, Teig, Wurm, Made. Also der klassische Repertoire für Schleienangeln habe ich dabei. Und werde es dann mal versuchen. Gut, ich baue jetzt erstmal auf, schmeiß schon mal rein und melde mich dann gleich nochmal bei euch. Kurz noch dazu gesagt, vielen Dank erstmal an die ganzen Leute. Ihr habt jetzt so massig bestellt bei mir. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Ganzen. Deswegen bin ich auch momentan nur am Knüppeln, weil ja, ich komme nicht ans Wasser. Das ist mein Problem. Ich habe keine Zeit. Am Wochenende steht man dann auch da und macht Futter und Bestellungen und alles, damit ihr halt versorgt seid. Vielen, vielen Dank für diesen megamäßigen Support. Gerade in diesem Jahr ist es nochmal so unfassbar viel geworden. Und ja, es macht mich auf jeden Fall sehr glücklich und auch stolz, dass ihr zufrieden seid mit den Produkten. Und dass ihr damit auch eure Fische fangt. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin damit Erfolg habt. So wie bei mir hier auch. Ich würde es euch gerne öfter mal zeigen, aber ich schaffe es leider nicht momentan. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch wäre das Ganze einfach nicht möglich. Und deswegen will ich das an dieser Stelle einfach mal nochmal sagen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Der Markt ist groß. Es gibt viele Anbieter. Und dass ihr da auf meine Produkte setzt, das macht mich richtig, richtig stolz und auch sehr glücklich.
Ja, ihr habt jetzt gesehen, kurz die Befütterung. Ich habe jetzt, es wird auch relativ locker angerührt, damit das ein bisschen eine Wolke bildet, damit sich die Aromastoffe auch dann frei entfalten können. Ja, aber jetzt den Futterplatz da. Ich hoffe, dass die Futterwahl gut war, denn hier scheint ein relativ dunkler Grund zu sein. Ich sehe, das ist leider so flach, dass ich mein Futter sogar sehe und ich glaube, das ist schwierig. Naja, ich werde jetzt hier einfach mal so 2 Stündchen versuchen an dem See. Das Problem ist einfach, dass der Wasserstand so gefallen ist, überall hier aber in der ganzen Ecke, dass überall 1 Meter fehlt. Und das ist halt wirklich das Problem. Also das Gewässer, wo ich sonst wirklich sehr gut geangelt habe oder angeln konnte, ja, da die haben teilweise echt mit dem Überleben zu knabbern. Ne? Das ist halt wirklich sehr, sehr schwer. Aber was will man machen? Man kann es nicht ändern. Wir müssen hoffen, dass es regnet jetzt die nächsten Tage und doch mal ruhig, kann in meinetwegen ruhig ja nochmal eine ganze Woche durchregnen. Das wäre überhaupt kein Problem. Damit einfach mal der Wasserstand wieder um 30, 40 Zentimeter steigt dann. Oder vielleicht auch noch mehr im besten Fall. Dass einfach auch frisches Wasser reinkommt, die Fische ein bisschen mehr Sauerstoff haben. Und das Überleben auch gesichert ist. Ne? Weil wenn es noch viel weiter fällt jetzt, na, dann ist irgendwann vorbei. Kippen die Gewässer um, trocknen aus etc. Und das ist dann schon scheiße alles. Genau. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal 2 Stündchen versuchen. Wenn hier nichts sein sollte, dann muss ich noch überlegen, wo ich noch hinfahren könnte. Ich will heute auf jeden Fall irgendwie einen schönen Fisch fangen. Aber wie ich gesagt habe, die Gewässer sind alle runtergegangen vom Wasser und das macht die ganze Sache sehr schwer. Ein Stückchen weiter hier ist auch noch ein großer See, aber das ist eigentlich immer voll jetzt am Wochenende. Deswegen wollte ich da wahrscheinlich ja nie hinfahren. Muss ich gucken, was ich da mache. Ich weiß es noch nicht, aber ich bin guter Hoffnung, dass jetzt hier irgendwas geht. Deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal aufs Angeln und werde hoffentlich euch dann auch mit einem schönen Fisch belohnen können. Also drückt die Daumen. Tja, Leute, was soll ich sagen? Das war die erste Karausche. Der erste Fisch, erste Karausche. So kann es laufen. Hat zwar noch keine große. Also ich weiß auch nicht, wie groß die hier drin sind. Aber wenn der erste Fisch in und in ist, ist das schon mal ziemlich geil. Aber war gar kein Biss gewesen. Ich habe einfach hochgezogen und dran war sie. Ja, geile Nummer. Jetzt kommt die Sonne langsam hier rum. Jetzt ganz schön warm werden, denke ich mal, aber die steht sehr hoch. Deswegen kann man vielleicht mit dem Schirm hoch arbeiten, um ein bisschen abzufangen. Und jetzt habe ich mir mal eine kleine Murmeltei geknetet an Haken. Aber leider war der eingefroren, deswegen ist der nicht mehr ganz so schön. Am besten ist er mal, wenn er frisch ist. Ja, naja, mal kicken, ne? Also, ich bin guter Dinge. Ich wurde gerade schon kontrolliert. Ne, aber war ein Kunde von uns, den kannte ich, und der hat gemeint, auf jeden Fall sind Schleien drin und Karauschen hier. Karauschen wohl jetzt keine Riesen, also sie fangen wohl, naja, ich denke mal so, das, was jetzt hier, was ich gerade hatte, das wird so das Standardmaß sein, vermute ich mal. Aber man weiß nie, es kann auch immer eine große mit bei sein. Und Schleien soll wohl ganz gut sein. Mal gucken, ich bin gespannt und wie Frittenfett und heiß und ich will heute Fisch. Das war jetzt auf jeden Fall der richtig gute Einstieg. Dann hoffe ich, dass da auch noch ein paar richtig geile Folgen heute. Mal gucken. Drückt die Däumchen. Aber wenn das jetzt so warm bleibt oder die Sonne so bleibt, werde ich auf jeden Fall gleich mal einen Schirm aufspannen. Weil verbrutzeln will ich heute auch nicht hier. Geil. Erster Fisch, Karausche. So kann das laufen, ne? Hammergeil. Ja, die ersten Fische sind gefangen, das ist schon mal gut, aber verhalten. Also ich bin jetzt schon eine Weile hier, so viele war jetzt nicht los, war mir aber auch klar bei der Sonnenintensität heute, flaches Wasser, dunkler Grund, dass das schwer heute wird, hier überhaupt einen Fisch zu fangen. Also dafür bin ich schon sehr zufrieden, ich habe Ellie damit gerechnet, dass ich gar nicht fange, weil es einfach mörderwarm schon wieder und
habe auch viele Bisse neu gehabt, die ich nicht gekriegt habe. Auch sehr schön losgezogen. Ich hoffe, dass wenn jetzt die Sonne dann so langsam ein bisschen runtergeht und hinter den Bäumen hier verschwindet, die sind zum Glück relativ hoch, weil hier ein Hang hinter ist und hier dann vorne der Bereich im Wasser Schatten hat, dass dann die Fische ein bisschen aktiver werden da, ne? Und dann auch zum Futter kommen. Und man hat wirklich gemerkt jetzt, wo dann die Sonne hoch war und drauf stand, war, ja, ich habe zwar Fische gefangen, aber halt wirklich schwierig. Und ich denke mal, dass es interessanter wird, wenn es ein bisschen dunkler wird, dann vielleicht auch morgens eher besser und abends, vielleicht sogar nachts, wer weiß. Weil Wasser ist jetzt zwar ein bisschen trüb, aber auch jetzt nicht so dunkel, dass man sagt, das ist eine richtige Brühe. Wer weiß, man muss auf jeden Fall probieren. Das heißt, wenn man das erste Mal im Wasser ist, immer ein bisschen testen und machen und gucken. Aber dafür bin ich schon mal zufrieden. Das ist der Fisch eine Karausche. Schöne Plötzen waren das. Nicht eine kleine Plötze bei gewesen. Also alle, ich sag mal so, um die 20. Natürlich nicht riesig, aber vernünftig, wohl genährt alles. Rauben tut es auch hier und da immer. Oder teilweise richtig gut. Barsche und sowas. Also Fisch ist drin. Man muss ja nur beißen. Ja, ein bisschen werde ich auch noch machen heute. Ich werde nicht zu lange machen, nicht bis es dunkel ist. Weil ich mich dann auch noch für das Angeln morgen vorbereiten muss. Für die hier fischen. Aber naja, ein paar Stündchen werde ich schon noch sitzen. Und diese herrliche Ruhe hier genießt man natürlich jetzt mal ein Flugzeug. Ist schon wirklich ziemlich genial. Einfach mal um abzuschalten hier. Ein wirklich sehr tolles Örtchen. Nicht schlecht. So was noch zu finden ist ja nicht mal so einfach heutzutage. Dass man mal keine Leute überall hat und irgendwie nur zugequatscht wird beim Angeln. Das ist schon wirklich schön. Und das genieße ich jetzt auch einfach. Oh, ich hoffe, dass, wie gesagt, wenn die Sonne ein bisschen runtergeht, hier noch ein bisschen was abgeht. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Tja, ja, Leute, der Angeltag neigt sich jetzt dem Ende zu. Also zumindest für mich. Ich habe gesagt, ich mache heute nicht, bis es dunkel ist und halt auch nicht vor. Auf jeden Fall wieder ein schöner neuer Eindruck von einem neuen Gewässer, den ich sammeln konnte. Das ist richtig schick hier. Und man hat aber leider nur eigentlich so wirklich die einzige Stelle hier, wo ich sitze. Der Rest ist alles sehr bewachsen oder liegt halt Totholz. Ja, muss man halt Glück haben, um die Stelle zu bekommen. Aber ich glaube auch nicht, dass ganz so viele Leute hier angeln werden an dem Gewässer. Ja, Fische. Ich habe gut gefangen jetzt. Also wie ich auch gesagt habe, weil die Sonne weg war, war besser. Allerdings jetzt bis auf eine Karausche, die jetzt noch mitzukommen. Ihr habt ja gesehen, also insgesamt zwei Karauschen, eine Rotfeder und ach was weiß ich, wie viele Plötzen. Wirklich ganz viele. Und alle auch gar nicht mal so klein. Also die waren jetzt so zwischen 20 und 25. Ich sag mal, für die Gewässergröße hier ist das durchaus gut. Und alle waren sehr gut genährt, schön dick. Da kann man nicht meckern. Also das sind eigentlich so die richtigen Bratplötzen, wenn man essen möchte. Das macht schon Spaß. Also die habe ich jetzt so fast alle auf Mais gefangen. Auf Marl hatte ich eher die Karauschen, kurioserweise. Ja, ich versuche jetzt hier noch ein paar Minuten. Aber alles in allem, denke ich mal, nicht mehr so viel passieren jetzt hier. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Eigentlich nur, dass ich die Akkus wieder aufgeladen habe, ein bisschen mit Angeln. Morgen dann nochmal Hegefischen, Anien vorbereiten noch ein bisschen. Und mal sehen, wie es da morgen läuft. Bin schon gespannt. Und besser gesagt, für euch ist es denn heute gewesen, weil das Video mache ich erst morgen, sprich heute, für euch fertig. Und ja, damit ihr ein bisschen was zum Gucken habt am Abend, ne? Ja, leider hat es mit einer Schleie nicht geklappt. Aber vielleicht kommt ja noch der Abschlussfisch. Ich glaube zwar heute ehrlich gesagt nicht, weil das ist einfach durch den Wasserstand so runtergegangen und so. Ich denke, die Fische, die sind vielleicht ein bisschen zu misstrauisch jetzt. Durch die ganze. Und die sind auch mal sehr flach jetzt. Aber man weiß es nicht. Ja, kann auch sein, dass wir heute vielleicht einfach nur keine Lust haben. Weil ich an der Stippe gerade ein Biss. Zack, oh, was hat er jetzt? Eine Karausche nochmal.
zur Abmoderation will die sich noch blicken lassen, aber auch keine große. Eine schöne kleine Karausche, wartet mal, zeige ich das mal. Ja, schön, so sollen sie aussehen, nur ein bisschen größer, doppelt so lang wäre lieber. Ja, hier typisch nochmal die Rückenflosse nach oben gebogen, ne? Richtig, ich hoffe, man kann es jetzt ganz gut erkennen auf der Kamera. Ja, nach oben gebogen, kurze Schwanzflosse, leicht abgerundet. Und natürlich auch die Bauchflossen immer ein bisschen rötlich. Also so sieht eine klassische Karausche aus vom Bilderbuch her. Und man sieht auch, die hat keinen schwarzen Fleck hinten, so wie es oft abgebildet wird. Lasst euch da nicht irreführen. Ich habe noch nie eine gefangen mit einem Fleck. Ja, typisch auch der kleine Maul. Moment, drehen wir nochmal um. Hand vorne. Kleines Maul vorne, ne? Und auch die kleinen Knopfaugen dran. Also eindeutig zu erkennen, ein Giebel sieht anders aus. So, wieder drin mit dem Jütentierchen. Weil die ist noch zu klein zum Essen. Leider. Die Karausche schmeckt auch sehr lecker. Kann ich nur empfehlen, wenn man sie gut zubereitet. Und wenn sie nicht aus einem modrigen Teich kommt, dann schmeckt sie. Schön mit Butter gebraten und dann ist das was Feines. Ja, man war ja noch ein guter Abmoderationsfisch. Wenigstens einer von denen, die ich heute erwartet habe oder gehofft habe zu fangen. Der Karausche habe ich schon lange nicht mehr gefangen. Nur halt ein bisschen größer, wäre schöner gewesen. Aber egal, draußen war alles heute. Natur wirklich herrlich, schön ruhig hier. Ganz entspannt. Ich habe wirklich mal ein bisschen abschalten können. Und das war so, was ich heute auch als Hauptziel eigentlich hatte. Ja, und beim Angeln jetzt nicht immer darum, die riesen Fische zu fangen, sondern einfach auch mal das Ganze draußen in sich aufzunehmen, den Moment zu genießen und einfach für sich mal ein bisschen wieder runterzukommen, zu erden. Gerade wenn es mal ein bisschen stressiger ist, einfach ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren und ja, ein bisschen das zu genießen, was eigentlich die Welt so bietet, ne? Und nicht nur ackern, 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 sondern einfach auch mal draußen sein und abschalten. Das darf man nicht vergessen, das muss auch sein. Auch wenn ich zwar dankbar bin für alles, was ich habe im Leben, aber diese Momente, die man draußen in der Natur hat, die sollte man auch ganz besonders zu schätzen wissen und auch genießen, solange man es kann. Ja, gut, alles klar. Ich wünsche euch, falls ihr am Wasser seid oder am Wasser wart oder auch demnächst jetzt wieder geht, viel Petri Heil. Ich hoffe, dass demnächst auch mal wieder öfter Angelfilme kommen. Ich werde es versuchen, auch mal nach der Arbeit in der Woche irgendwie zu schaffen, aber die folgenden Wochen sind schon wieder ganz schön ausgeplant, was so alles angeht. Aber ich werde mir Mühe geben, ich werde es probieren. Ansonsten immer mal auf Instagram gucken. Ich poste ab und zu auch mal ein paar Fotos, so was so los ist, auch aus der Produktion. Oder wenn ich mal so am Wasser vorbeigefahren bin oder von irgendwas anderes. Da kann man auch mal ein bisschen mitdiskutieren. Das ist ganz lustig. Oder auch die Livestreams, die ich bei Instagram ab und zu mal abends mache. Guckt da ruhig mal rein. Ist auch manchmal ganz interessant, um sich auszutauschen und auch mal Fragen zu stellen. Ne, über Instagram findet ihr mich einfach unter Schleien-Futterwelt oder unter Schleien-. Und dann könnt ihr da einfach auch mal ein bisschen aktiv mit sein. Gut, jetzt aber genug. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, Petri, euer Olli.